Unsere Welt erlebt einen enormen Wandel. Das betrifft auch unser Klima. Wenn wir in Zukunft noch komfortabel in unseren eigenen vier Wänden leben möchten, dann müssen wir jetzt etwas tun. Im Großen, aber auch im Kleinen. Die gute Nachricht, wir alle können dazu beitragen. Blicken wir auf den Sommer. Er beginnt früher, er endet später und wird immer heißer. Meteorologen prognostizieren, dass wir bei uns in Mitteleuropa bereits in wenigen Jahren mediterrane Temperaturen haben werden. Die Anzahl heißer Tage, an denen das Thermometer die 30 Grad Celsius Marke übersteigt, nimmt kontinuierlich zu. Eine aktuelle Studie des Ingenieurbüros Hauser zeigt, was das für uns bedeutet. Schon heute gibt es etwa 60 Tage im Jahr, an denen die Innentemperaturen 26 Grad und mehr erreichen. Gebäude, die mit herkömmlichem Sonnenschutz ausgestattet sind, gewährleisten dabei noch ein weitestgehend komfortables sommerliches Wohnklima. Doch im Jahr 2045 wird das ganz anders aussehen. Die Klimaberechnungen prognostizieren fast 100 Tage mit Innentemperaturen von mindestens 26 Grad. Herkömmlicher Sonnenschutz wird dann nicht mehr ausreichen, um unsere Häuser und Wohnungen vor Überhitzung zu schützen. Der Sommer wird zur Belastung, bei Neubauten wie auch bei Sanierungen. Gerade da wird dieser Aspekt noch viel zu wenig beachtet. Dabei gibt es schon heute wirksame Gegenmaßnahmen, um die Hitze nicht ins Gebäudeinnere gelangen zu lassen. Intelligent eingesetzter Sonnenschutz. Tagsüber dosiert er das natürliche Licht und reduziert zugleich den Wärmeeintrag auf ein Minimum. Selbst bei 100 heißen Tagen im Jahr bleiben die Wohnräume so gut wie immer angenehm temperiert. Diese Bilder hier zeigen sehr anschaulich, welchen immensen Wohnkomfort unterschiedliche moderne Sonnenschutzsysteme sicherstellen können. Aber wie sieht es mit einer Klimaanlage als Alternative zu Außenjalousien und Co. aus? Klar ist, Klimaanlagen sorgen für eine wirksame Abkühlung. Aber zu welchem Preis? Wer nur auf diese sehr energieintensive Methode setzt, muss mit enormen Stromkosten rechnen. Ein Beispiel dazu. Will man einen nach Süden orientierten Raum ohne wirksamen Sonnenschutz permanent bei einer Temperatur von maximal 24 Grad halten, dann läuft die Klimaanlage quasi den ganzen Sommer, Tag und Nacht. Bei reduziertem Einsatz der Anlage, bei dem nur die Temperaturspitzen weggekühlt werden, erhält man zwar ein insgesamt besseres Bild, die Situation für die Monate Juli und August bleibt aber unverändert. Erst mit dem ergänzenden Einsatz von modernen Sonnenschutzsystemen erhält man energetisch sinnvolle und zeitgemäße Ergebnisse. Mit solcher Art kombinierten Systemen kann man dann auch mal guten Gewissens um 1 oder 2 Grad nachsteuern, da der Sonnenschutz bereits das meiste geregelt hat. Damit der Sommer also auch in Zukunft unsere liebste Jahreszeit bleibt, muss unser Zuhause vor zu großer Hitze geschützt werden. Nur dadurch bleibt es ein angenehmer Rückzugsort zum Erholen und Entspannen. Ein intelligent gesteuerter Sonnenschutz hilft dabei. Er dosiert tagsüber das natürliche Licht und hält, je nach Jahreszeit, die Wärme draußen oder lässt sie im Winter auch herein. So genießen Sie nicht nur mehr Lebensqualität und Wohlbefinden, Sie leisten auch einen aktiven Beitrag gegen die weitere Klimaerwärmung. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.transparente-gebäudehülle.de oder bei jedem unserer Mitgliedsunternehmen. Jetzt BEG-Förderung für Sonnenschutz sichern.